So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Soma. Ich muss vorab mal ganz kurz was erwähnen. Und zwar ist meine Laune seit einigen Tagen etwas im Keller. Ein schwerer Schicksalsschlag hat unsere Familie heimgesucht. Und ja, deswegen wird die nächsten Tage ein wenig schwerer für mich. Aber es kommen auch wieder gute Zeiten. Und ja. Ich werde auf jeden Fall weitermachen mit den Videos und versuchen trotzdem noch die bestmöglichste Laune irgendwie rüberzubringen. Aber einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, warum meine Laune zurzeit so im Keller ist und warum die nächsten Tage auch vielleicht nur ein, zwei Soma-Videos kommen und die restlichen Let's Plays erstmal für zwei, drei Tage auf Eis liegen, da ich einfach ehrlich gesagt keinen Nerv für diese Spiele jetzt gerade habe und einfach nicht so richtig, ja, die Lust zum Lachen habe. Ich denke mal, das ist verständlich, hoffe ich, für jeden. Und ja, gut, das war's dann jetzt auch erstmal von dieser Information und wir starten jetzt rein in Soma und gucken mal, wie es weitergeht. Beim letzten Mal sind wir vor der einen Tür stehen geblieben, wo die komischen Geräusche rauskamen. Und ja, wir starten mal rein. Ja. Genau, da sind wir jetzt auch wieder vor der Tür. Hier wird alles dunkel. Muss die Tür wahrscheinlich öffnen. Hier kamen Geräusche. Irgendeine Information mit Ducken kam vorher. Und ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Achso, ich war noch gebückt, deswegen war ich so klein. Was ist hier los? Das hier. Omnitool V2.5 AI Helper Jane. Okay. Haben wir noch irgendwie mit der PS-Taste können Sie das Menü aufrufen. Ach so, und jetzt zeigt er mir unten das Omnitool an. Okay, gut. Ja, Omnitool, hier ist die Anleitung. Das Omnitool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergestützter Systeme. Die Onboard-KI beinhaltet einen Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logikdiagramme automatisieren kann. Im Laufe der Zeit passt das Omnitool seine Programme auf unterbewusstes Verhalten automatisch an, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. Das Kurzstreckensignal des Omnitools ist für grundlegende oder automatisierte Aktionen wie das Öffnen von Türen nützlich, während es zur Durchführung komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder einem Terminal physisch verbunden sein sollte. Zum Upgrade Ihres Geräts stecken Sie einfach eine Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Der Hauptsteckplatz des Omnitools verfügt über einen Standard C1121 Anschluss, in dem die meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die Onboard-KI durch die Hinzufügung einer zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Der Hilfssteckplatz ist ein Multi-Anschluss, in den eine Vielzahl an Werkzeugchip-Modellen passen. Darunter unter anderem AI, na, blablabla. Gut. Können wir die mitnehmen? Ne, leider nicht. Müssen wir da hinlegen. Ich hätte das Ding jetzt zusammengeknüllt und in die Tasche gesteckt. Was ist das hier? Ne, das hätte so geleuchtet. Ah, ich glaube, hier ist nichts mehr, was wir mitnehmen können. Ich glaube, dieser Raum hier war echt nur für das Omnitool. Moment mal eben. Muss man eben die Soundoption ein bisschen. So. Damit man mich auch hört. Und dann wollen wir mal zurück. Ich glaube, jetzt passiert irgendwas. Na, hier müssen wir gar nicht her. Ich glaube, da. Moment, die Steuerung mache ich auch noch mal ganz kurz einen kleinen Tacken weniger. Ah, ich habe nicht bestätigt, sorry.
So, jetzt. Das müsste jetzt. Ja. Oh Gott, da hinten ist irgendwas. Ich habe doch da so ein Licht gesehen. Müssen wir auf die Störung kurz da kommen. Ich glaube, genau da müssen wir hin, wo das Licht herkam. So, weil der Strom jetzt wahrscheinlich weg ist. Aha, Paper Jane. Service Console up to room 3, including pilot seat activated. Steam Status. Setup ausführen, Warnung. Fernzugriff abgelehnt, Server offline, Hauptstromversorgung ausgesetzt, Programm unzuverlässig, verweigert, Notfallsystem 13 Tage verbleiben, okay, Progress Scan, Terminal Scan, Simon Gerald, das sind wir, ja. Omnitool. Werkzeugchip verwalten. Willkommen zurück, Luis Miron. Ihr Omnitool ist in einem perfekten Zustand, aber nicht mit einem Werkzeugchip ausgerüstet. Beachten Sie, dass Ihr FST-Kit einschließlich Ihres standortübergreifenden Sicherheitszugangs ohne einen Werkzeugchip nicht verfügbar ist. Um weiterhin über Ihre Privilegien verfügen zu können, setzen Sie bitte einen Werkzeugchip ein und führen ein Update aus. Werkzeugchip nicht verfügbar. Werkzeugkasten freischalten. Aha, irgendwas ist gerade geöffnet. Orientierung. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Danke, Herr Strohmeier. Das Glück können wir anscheinend gebrauchen und wir sehen uns da wieder. So. Was ist das hier? Ach, ich glaube, das ist der Werkzeugchip. Wahrscheinlich haben wir hier dieses Luke irgendwie geöffnet. Muss ich den hier reinstecken oder irgendwo anders? Aha. Ja, Werkzeugchip-Update gefunden. Oh. Cortex-Chip verwalten, Werkzeug-Chip verwalten. Willkommen zurück, Luis Memo. Ihr Omnitool ist in einem perfekten Zustand mit einem Werkzeugchip ausgerüstet. Führen Sie zur Bestätigung der FST-Kit-Installation und der jüngsten Sicherheitscodes ein Update aus. Machen wir. Gut, ich wünschte, die Updates würden bei mir auch mal so schnell gehen. Ich glaube, wir können unser Omnitool wieder nehmen. Ja, 2.5, Level 3. Gut, wir haben schon gesehen, mit dem Teil können wir anscheinend Türen öffnen. Also haben wir gerade gelesen. Was ist das hier? Pilotensitz Epsilon. In Bearbeitung. Ja. Also, dann fange ich mal an vorzulesen. Es ist in der... Nein, Spaß. So, wir gucken weiter. Na, wir müssen hier nochmal drauf. Maschinennetzwerk. Pilotensitz 3, Epsilon offline. Pilotenstatus, kein Piloten gefunden.
Piloten-Blackbox synchronisieren. Keinen Piloten gefunden. Verbindungsstatus. Piloten-Sitz 3 Epsilon offline. Gut, ich glaube, das war's hier. Aber wir gucken nochmal eben. Berichte. Karl Samken. Unterstützung Amy Aswo. Fluggerät Taga UH3. Aufgabe. Hitzeschilde ersetzen. Südlicher Abzugsschacht. Ergebnis erfolgt. Produktion wieder aufgenommen. Anmerkung. Samken klagt nach der Mission über ungewöhnliche starke Übelkeit. Diagnoseprogramme ermitteln einen starken Anstieg elektromagnetischer Strahlung um den Pilotenhelm herum, was vermutlich die Ursache für Samkens Symptome war. Es gibt keine Hinweise darauf, was diese Anomalie verursacht haben könnte. Okay, aber Moment, hier ist noch irgendwas auf Achtung. Achtung. Achtung, das Pilotensystem wird zunehmend unzuverlässiger. Im Verlauf der letzten paar Monate hat jeder Anwender über Kopfschmerzen und Übelkeitsanfälle geklagt. Letzte Woche verlor Gavin für 30 Stunden das Bewusstsein, als er versuchte, einen Helper-Cluster einzuweisen. Das ist inakzeptabel. Wir werden schon dahinter kommen. Vorerst aber werde ich die Verwendung des Pilotensystems untersagen. Dies bedeutet, dass weitere kraftintensive Aufgaben anstehen, die durch Programmierung oder körperliche Arbeit erledigt werden müssen. Wir sind alle nicht glücklich darüber, daher bitte ich, von Beschwerden Abstand zu nehmen. Jane Addams, Hauptfaktor. Gut, dann haben wir das hier auch jetzt. Aber wir gehen trotzdem nochmal auf zurück. Ja, das war's. Gut. Alles klar, wir haben Werkzeugchip. Wir haben Omni-Tool, womit wir die Türen jetzt immer öffnen können anscheinend. Und wir haben schon eine Tür vorhin gesehen, wo wir auf jeden Fall damit durch müssen. Und hier war vorhin Licht. Aber wir müssen hier leider hin. Ich glaube, hier wurde auch das Tor aufgebrochen. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ich schleich mal. Wir gehen erstmal hier gucken. Alter, ey, mach keinen Scheiß. Ey, mach keinen Scheiß, Alter. Kann ich nicht rennen? Ey, komm schon. Das ist doch da durch die Decke gebrochen. Das habe ich doch gesehen. Ich gehe auf keinen Fall her, ganz ehrlich. Das könnte knicken. Ich gehe erstmal hier. Ja. Das ist eine klasse Idee. Ey, nee. Ich höre doch auf meinem rechten Ohr, ich habe Kopfhörer, ich höre auf meinem rechten Ohr irgendwas laufen. Definitiv höre ich da was laufen. Ich bin doch nicht blöd. Das Problem ist, wir müssen daher. Da ist doch... Ey, komm schon. So, hier ist das Tor. Ich glaube, da können wir mit unserem Omni-Tool durch. Und hier kam doch irgendwas von oben, oder? Aber wir gehen trotzdem mal ganz kurz. Ich glaube, das ist eine blöde Idee. Mein erstes Horrorspiel, das ich spiele, und dieses Unbewaffnete einfach irgendwie
Ich verstehe schon, warum hier Horrorfeeling aufkommt, ganz ehrlich. Ach, hier war ich doch. Was war das? Was zur Hölle war das für eine Tür? Komm schon, Bruder. Ey, lauf bitte. Kann ich nicht rennen? Ach doch, wenn ich L2 drücke, ich glaub's ja wohl nicht. Wo war das nochmal? Wo kam ich jetzt nochmal durch? Ach, hier runter, ne? Ach, jetzt weiß ich endlich, wie man rennt. Das ist schon mal schön. So, was muss ich machen? Mit Omnitool schwenken. Ja, klappt ja gut. Ach. Ja. Was ist das denn? Alter, wir sind in irgendeiner Unterwasserstation. Oh Mann.